Yay, endlich angekommen nach, was weiß ich, wie viel, 20 zig Stunden Flug oder so in Phoenix. Und jetzt warte ich hier auf den Buzz, der irgendwann hoffentlich auch mal aus dem Flugzeug rauskommt. Und was mir immer wieder bei Flughäfen hier in den USA auffällt, die sind immer in einem reizenden Kackbraun gehalten. So von der Farbgebung her. Und jetzt warte ich auf den Buzz, dass der rauskommt. Ich hoffe, er kommt bald. Von da. Also irgendwie sind die Amis so nicht gerade sehr... auch starke freundliche Leute. Wann kommt denn der Buzz endlich mal? Ich will da immer sofort raus, weil ich nach, keine Ahnung, 20 Stunden keinen Bock mehr habe. Jetzt sind schon wieder 5 Minuten vergangen. Man könnte vielleicht auch sagen, sie sind einfach Lahmärsche. Wann kommt der denn endlich? Er hat's rausgeschafft. Ja, guck muffig. Weil die Leute hier einfach ihren Arsch nicht bewegen. Ja. Mein Gott. Und weil wir keine Getränke gekriegt haben. Ja. Ja, Berlin kriegt man immer so ein kleines Schokoherz, wenn man irgendwie aus dem Flugzeug rausgeht und sagt, einen schönen Tag noch. Hier guckt so muffig und irgendwie so ein komischer Air Marshal steht da irgendwie. Du guckst muffig. Ich guck auch muffig. Du könntest Air Marshal werden. Wie lange warten wir jetzt schon? 20 Minuten, 30 Minuten. Irgendwann aufgehört zu zählen. Nicht wirklich, oder? Was? Nicht wirklich. Life is a lemon and I want my money back. Du willst nicht wirklich dieses Auto hier haben, oder? Aber es ist so schön gelb. Es sieht aus wie Bumblebee. Ja. Wir sind jetzt in Arizona. Arizona. Da, wo der leckere Eistee herkommt. Und da, wo die ganzen illegalen Ausländer tot über den Zaun drüber hängen. Und man hat uns auch bei dem Automieten eben gesagt, fahrt nicht an die Grenze, da ist Krieg. Da sind sogar die Polizisten korrupt. Und ich sagte nur, oh, das hat man ja noch nie gehört, korrupte Polizisten. Und daraufhin hat der Mensch bei der Autovermietung sich weggeschmissen vor Lachen. Der Batz, der leitet mir jetzt den Weg. Komm, Spürhund Batz, such den Eingang. Los, such, such. Ja, wie immer ist es natürlich so, dass man sich auch mal mit Kleinigkeiten begnügen muss. Also, wir sind hier wieder in irgendeiner Absteige untergekommen. Ist natürlich so, dass hat nicht mal eine Heizung, deswegen mussten wir jetzt gerade den Kamin anmachen. Und ja, bevor wir uns jetzt gleich das In-Room-Dining bestellen, machen wir uns, glaube ich, unseren Bad noch ein bisschen frisch. Ja, ist natürlich alles ein bisschen kleiner und ist halt nicht wie in einer großen Stadt, sondern ist natürlich alles so ein bisschen einfacher gehalten hier. Der Whirlpool. Und einen echten Starspiegel. Ich wollte schon immer mal so einen Muppet-Spiegel, wo ich irgendwie mich von allen Seiten angucken kann. Damit jetzt nicht irgendwie ein falscher Eindruck entsteht, das ist natürlich jetzt nur sein Zimmer. Und auch seine zwei Betten hier. Es ist nicht so, dass er da drin schläft und ich da. Also wir haben das zweimal hier. Das alles. Es ist halt schon so, dass man als Filmjournalist schon die Zähne zusammenbeißen muss. Es ist schon hart, wie wir untergebracht werden. Wir haben sogar unseren eigenen Kaminanzünder. Ich habe wirklich einen eigenen Raum. Hier. Das sieht man ganz eindeutig, das ist ein anderes Bett. Das ist der Hammer. Das ist absoluter Hammer. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir in so einem geilen Luxusding unterkommen. Also nur zur Information, wir werden hier morgen John Carter anschauen und dann am Tag darauf dann mit Schauspielern und dem Regisseur von John Carter ein Interview führen. Und zu dieser Einladung gehört eben auch dazu, dass wir in diesem wirklich sehr, sehr geilen Hotel sind. Geile Sache. So, und weil ich genau weiß, dass einige von euch wieder nicht kapieren werden, wann wir ironisch werden, möchte ich nochmal ganz kurz klarstellen. Wir sind absolut begeistert von diesem Hotel gewesen. Auch wenn wir sagen, dass es eine Absteige war, ist es nicht wirklich eine Absteige. Es ist eben unser Job, dass wir Interviews führen zu Filmen und da kann man sich auch nicht wirklich auswählen, in welches Hotel man reinkommt, sondern man wird da tatsächlich einfach da reingesteckt und wir haben eben das große Glück, dass wir in ein sehr geiles Hotel reingesteckt werden. Ja, das war's. Und es wird in den nächsten Tagen noch ein bisschen was kommen zu dieser Reise. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt die doch einfach unten in den Kommentaren und dann versuchen wir die zu beantworten, wenn das irgendwie möglich ist. Und es ist jetzt hier schon ein paar Tage später. Wir sind schon wieder in einem ganz anderen Hotel und der Batz sitzt da drüben und macht seine Sachen. Batz winkt mal. Ja. Und wir werden jetzt gleich auch noch ins Kino gehen. Und das war's. Dann seht ihr uns in ein paar Tagen wieder hier auf dem Kanal. Bis dann. Bye.